und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Raw Future TV. Heute zeige ich euch, wie man einen super leckeren Brotaufstrich für Rohkostbrote, Rohkostcracker, aber auch normale Brote macht. Das Rezept ist eigentlich ganz einfach. Wir benötigen hierfür ca. 30 Gramm Kürbiskerne, 30 Gramm Sonnenblumenkerne, eine kleine Handvoll Blumenzwiebeln oder Lauchzwiebeln, ebenso ein bisschen Dill, 1 Zentiliter Zitronensaft, eine Knoblauchzehe, 100 Milliliter Wasser ungefähr, dann Pfeffer und Salz, etwas Leinöl und Apfelessig. So, mit einem Mixer werden wir das dann zu einer cremigen Masse pürieren. So, nachdem das püriert wurde, sieht das ungefähr so aus. Ich werde jetzt einzelne Rohkostbrote bestreichen, in dem Fall ein leckeres Leinsamenbrot mit vielen gesunden Omega-3-Fetten. So sieht das Ganze dann aus. Das schmeckt absolut köstlich. Kann ich nur jedem empfehlen. Probiert es aus. Absolut lecker, sehr gesund. Wenn euch das gefallen hat, bewertet das Video positiv. Abonniert den Kanal und ich hoffe, man sieht sich auch in Zukunft wieder. Bis dann.